Wie wurde denn gefeiert, Mitch Kniert? Wir haben den 16er gemietet und danach ging es, glaube ich, noch für die Jungs zu anderen Lokalitäten. Trainerteam hat da ein bisschen ruhiger gemacht, aber wir haben dann die nächsten ein, zwei Tage miteinander verbracht und tat, glaube ich, allen ganz gut. Eine große Last ist von uns abgefallen. Jetzt haben wir 1860 vor der Brust. Da wollen wir natürlich nochmal erfolgreich sein, vor allem, weil wir dann 1860 überholen können und dann mit einem guten Gefühl das Spiel gegen Fell machen. Wie schwer oder wie leicht fällt es denn jetzt, die Spannung hochzuhalten oder wie hoch wieder hochzufahren für den letzten Drittligaspieltag? Wird kein Problem sein. Dafür ist die Mannschaft zu fokussiert. Trotzdem haben wir einen riesen Vorteil, dass der Druck bei beiden Mannschaften ja jetzt abgefallen ist. Und ich hoffe, dass man das auch im Spiel sieht. Das heißt, dass wir ein gutes Spiel sehen von beiden Mannschaften. Du hast angedeutet und auch zum Ausdruck gebracht, dass die Mannschaft sich ein bisschen verändern wird, auch andere Spieler eine Chance kriegen. Wie sieht das konkret aus am Samstag in München? Ja, das Einzige, was ich verraten kann, ist auf jeden Fall, dass Oppermann für Kersten im Tor stehen wird. Hat der Junge sich verdient, hat über das ganze Jahr seine Leistung gebracht, hat sich nie irgendwie in den Vordergrund gespielt, er hat aber super trainiert und der Junge hat sich das einfach verdient. Ich habe es noch nie gemacht, dass ich einen Ersatztorwart einen Einsatz schenke. Aber bei Leo mache ich auf jeden Fall eine Ausnahme aufgrund der perfekten Verhaltensweisen und auch Trainingsleistung. Auf der Bank haben zuletzt auch schon Jugendspieler gesessen, U19-Akteure, die ein bisschen ranschnuppern durften. Wie stehen deren Chancen, ein paar Einsatzminuten zu sammeln und mal ein bisschen Luft zu schnuppern im Grünwalde? Ja, ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Wir werden noch wieder 2, 3 im Kader sein. Und ist ja, glaube ich, am letzten Spieltag das Schönste, wenn man da noch einen Einsatz bekommen kann und dann auf jeden Fall von sich behaupten kann, dass er ein Drittligaspieler ist. Nach dieser aufregenden Saison mit dem Happy End für Arminia, dem großen Fabi-Klos-Abschied vor großer Kulisse, dann den Klassenerhalt gefeiert, hast du schon gesagt, ist Druck abgefallen, wenn du so vor dem letzten Spieltag so eine Zwischenbilanz oder Bilanz ziehen müsstest. Wie sieht die bei dir aus? Ja, erstmal zufrieden, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Dann zufrieden, dass ich auf jeden Fall noch Trainer bin. War auch, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit und ich habe es ja schon mal direkt nach dem Interview gesagt oder nach dem Spiel gesagt im Interview, dass wir jetzt nicht hochzufrieden mit der Saison sein können und trotzdem gehen wir in die Analyse rein und müssen da, glaube ich, auch vieles eingestehen, wo wir Fehler gemacht haben, was sich, glaube ich, für nächste Saison auch ändern wird und dann geht man in den nächsten Wochen in die Analyse rein. Thomas Tuchel hat sich immer eine Holding Six gewünscht, nie eine bekommen. Jetzt der erste Neuzugang steht fest und du hast deinen Sechser mit Stefan Russo schon in der Mannschaft. Sicherlich nur ein Anfang. Was kann er der Mannschaft, die jetzt da ist und die dann wahrscheinlich größtenteils nächste Saison auch auflaufen wird, was kann er der geben, was die vielleicht momentan noch nicht hat? Ja, wir mussten ja die ganze Saison mal so ein bisschen basteln, weil wir keine klare Sechs hatten. Jetzt haben wir einen bekommen und ich bin von den Jungen auf jeden Fall überzeugt. Hat die Position bei Viktoria die ganze Saison gespielt, macht er sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich extrem auf ihn. Zwei Spiele hat Arminia noch. Ein eher wichtiges und ein eher unwichtiges. Auch wenn ihr in München natürlich die 3 Punkte holen wollt, wie sehr ist der Westfalen-Pokal und damit natürlich schon erste Runde DFB-Pokal schon irgendwo in den Köpfen, weil es für den Verein auch finanziell so wichtig ist. Wir wissen natürlich, wie wichtig dieser Pokal für uns ist, nicht nur finanziell, sondern wir haben ja auch alle erlebt, was dann hier abgeht, wenn wir im DFB-Pokal sind. Trotzdem sind meine Gedanken ganz klar bei 1860. Wir haben da eine Aufgabe, eine schwere Aufgabe in München und danach kümmern wir uns dann erst um Fair. Erfolgreichen Abschluss in der dritten Liga. Danke. Danke.